Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, das gibt meinen ersten Vlog-Beitrag. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gegen das Vloggen gewehrt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass das Vloggen überhaupt nichts für mich ist und dass ich eher der Schreibtyp bin. Habe mich jetzt aber dazu breitschlagen lassen. Danke, Leute. Einfach mal zu schauen, wie das so ist mit dem Vloggen. Und ja, wir werden sehen, was die Klicks machen, wenn ich das Video online stelle. Und dann denke ich, werde ich zu einer abschließenden Entscheidung kommen. Ja, was gibt es zu erzählen? Ich bin jetzt fast einen Monat in Guatemala. Genauer gesagt sind es 28 Tage. Ich habe mittlerweile meine Wohnung eingerichtet. Bis auf den Bettkasten, den ich wahrscheinlich am Sonntag besorgen werde, ist eigentlich alles fertig. Seit letzter Woche, vorletzter Woche, habe ich auch ein Auto. Bin auch schon ordentlich damit durch die Gegend gefahren. Habe direkt den Montag, als ich zur Schule gefahren bin, natürlich im Stau gestanden und bin auch mal schön falsch rum in den Kreisel rein. Nicht, weil ich keine Ahnung vom Kreiselfahren habe, sondern weil es in die richtige Richtung schlichtweg total verstaut war. Das heißt, da ging gar nichts mehr. Und in Guatemala gibt es zwar Verkehrsregeln, aber das hält sich halt keiner dran. Es gibt auch sowas wie ein Rechtsfahrgebot und man darf nicht rechts überholen, aber ehrlich gesagt, hier zählt das Recht des Stärkeren und mit meinem SUV komm ich eigentlich ganz gut voran und bin definitiv stärker. Ja, das heißt, ich habe nach der ersten Woche, also letztes Wochenende, dann auch die erste sozusagen Jungfernfahrt gemacht und bin zu Pacaya gefahren und habe es aber relativ gechillt angehen lassen. Man muss ja nicht gleich in den ersten 4 Wochen eine Vulkanbesteigung machen, wobei der Pacaya noch relativ niedrig ist, ne? Also im Vergleich zu Acatenango oder so. Aber nein, ich habe mir ein Pferdchen genommen und bin mit dem Hot de Hue dann jo, ganz gechillt den Vulkan hoch. Man kommt nicht bis ganz hoch im Moment. Also zumindest war es letztes Wochenende so, dass man nicht hoch konnte, weil er aktiv war. Man hat auch den Rauch aufsteigen sehen. War ein bisschen schade, aber man konnte auf jeden Fall auf den Lavafeldern vor dem Pacaya konnte man Würstchen grillen, Marshmallows grillen, Baguette grillen, Blogbeitrag über Pacaya und ein paar mehr Infos und ganz, ganz tolle Bilder. Die gibt es so in, ja, ich weiß nicht, so 2, 3 Wochen. Also ihr dürft gespannt sein. Es war schon sehr, sehr krass da oben. Ja, ansonsten habe ich endlich seit 2 Wochen ein guatemaltekisches Bankkonto. Das heißt, abgesehen von Auto, war das Ding, was mir eigentlich die ganze Zeit noch gefehlt hat. Das heißt, proudly presenting, meine guatemaltekische Kreditkarte. Ich lebe also, nachdem eine von meinen deutschen Kreditkarten ja mittlerweile gesperrt worden ist, weil innerhalb von den ersten 10 Tagen, in denen ich hier war, der erste Kreditkartenmissbrauch festgestellt wurde. Das heißt, ja, ich muss mich noch ein bisschen gedulden, bis das mit der Kreditkarte abschließend gelöst ist. Aber auch darüber habe ich mir einen Spaß gemacht und habe einen Blogbeitrag verfasst, den es demnächst auch geben wird. Ja, ansonsten sind die Wochen, waren die letzten 3 Wochen ziemlich turbulent. Das heißt, auch in der Schule geht es ziemlich turbulent zu. Die Arbeit macht aber unglaublich Spaß. Es passiert jeden Tag irgendwas in der Schule. Also ich habe gefühlt, gibt es jeden Tag irgendeinen Mottotag. Das heißt, wir hatten letzte Woche hatten wir einen Tag Fasching. Beide Großpausen waren voll mit Faschingsverkleidung, Kostümwettbewerb und so weiter. Am Tag drauf war Valentinstag. Das heißt, da ist die ganze Schule ist Kopf gestanden. Man hat nur Rosen gesehen, Süßigkeiten, roter, pinker Kitsch, alles stand Kopf.
Mich würde es nicht wundern, wenn Sie nächste Woche den Tag des Bleistifts ausrufen oder, keine Ahnung, den Tag des Kugelschreibers. Also irgendeinen Grund findet man immer zu feiern und laut Mucke auf dem Schulhof zu spielen. Aber ich finde es cool. Es ist ein bisschen chaotisch und weit weg von deutschen Verhältnissen, aber es macht unglaublich Spaß. Ansonsten, ja, meine Kids sind total toll. Ich hatte Anfang letzter Woche, habe ich mit meinen Neuntklässlern, die bereite ich im Moment so ein bisschen auf das Sprachdiplom vor. Und wir sind schneller vorangekommen als gedacht oder als ursprünglich geplant, weil die echt fix sind. Wir hatten das Thema Schule und unter anderem Vokabular Schultüte. Und weil wir relativ schnell fertig geworden sind, haben wir spontan beschlossen, dass wir eine Art Wichteln machen, allerdings eine Art Wichteln mit Schultüten. Das heißt, wir haben am Freitag Schultüten gebastelt. Ich habe euch meine und uns gegenseitig Schultüten geschenkt. Ich habe euch meine hier mal mitgebracht. Die sieht ganz witzig aus, also ist ziemlich groß. Guten Tag. Die Guatemaltecken müssen noch lernen, dass es eigentlich schönen Tag heißt, aber immerhin verwenden sie das Guten. Das ist schon mal viel mehr wert, als jeder Baden-Württemberger hinkriegt, weil die ja regelmäßig schöner Tag oder guter Tag oder so sagen. Ja, das heißt, wir haben gebastelt. Ich habe auch hier mein erstes Kompliment gekriegt, beste Lehrerin. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da alles drin ist. Also, natürlich ganz viel Schoki. Da kommt noch ein bisschen was. Mehr Schoki. Ein paar Lollis. Dann. Es war eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Eigentlich wollen wir uns nur Schokolade schenken. Aber das ist ein Täschchen. For whatever. Aber Täschchen kann man immer gebrauchen. Dann habe ich bekommen. Ich weiß nicht, ob es ein Hinweis ist auf irgendetwas, aber ein Duft. Ich dusche jeden Tag. Vielleicht sollte ich mir Gedanken machen über mein Duschgel. Und auch voll süß, eine Bodylotion, die wie gerufen kommt, weil nämlich gerade meine Nivea Softcreme so langsam zur Neige geht. Und den Einkauf habe ich mir jetzt damit gespart. Ja, nochmal ein bisschen süßi. Das sind die guatemaltekischen M&Ms, Smarties, whatever. Ja, genau. Ansonsten, was haben wir noch? Ihr wollt sicher wissen, was ich in meiner Freizeit so mache. Die ist unter der Woche relativ begrenzt verfügbar. Also, ich mache abends nicht sonderlich viel. Ich komme von der Schule nach Hause, da mache ich ein bisschen Sport oder ich gehe nach der Schule noch ein bisschen einkaufen, weil du hier einfach, also ich habe ganz in der Nähe von der Schule, habe ich einen Markt, einen einheimischen Markt und dann gehe ich frisches Obst und frisches Gemüse kaufen. Die da, oh, habe ich übrigens gestern gekauft. Geile Wassermelone für 10 Quetzales, das sind 1,50 €, ich weiß es nicht. Das Ganze nicht als Kilopreis. Ne? Also richtig geil. Auf dem Markt einkaufen zu gehen, kann ich auch nur empfehlen. Ich habe den Eindruck, dass das Essen ein bisschen oder das Obst und das Gemüse ein bisschen länger hält. Ich habe schon Fleisch auf dem Markt gekauft letzte Woche. Und naja, wie du siehst, ich lebe noch und ich bin zwischenzeitlich auch noch nicht aufs Klo gerannt. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Es ist frisch, du kannst davon ausgehen, dass es am Tag vorher irgendwie noch gelebt hat. Also eigentlich super. Ansonsten, ja, wie gesagt, abends geht hier nicht so sonderlich viel. Ich achte schon darauf, dass ich nach Dunkelheit nicht mehr die Wohnung verlasse. Man hört es hier auch, abends ist hier ordentlich Polizei unterwegs und ist nicht so ganz sicher und ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Ansonsten, gestern war auch ganz nett, gestern bin ich nach der Schule zuerst auf dem Markt, habe diese Wassermelone gekauft. Dann bin ich Mittagessen gegangen, noch ein Eis essen gegangen. Ja, und am Abend, den Abend habe ich zu Hause verbracht. Ich war ein bisschen erschlagen von der Woche. Habe
habe allerdings erst ein bisschen Sport noch gemacht und dann habe ich geputzt. Ja, Thema Putzen. Man kann jetzt sagen, das ist typisch deutsch. Man kann aber auch einfach nur sagen, es ist absolut notwendig. Ich könnte hier nämlich den ganzen Tag putzen. Das heißt, also ich wische im Moment tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche meine Wohnung durch. Aber nicht, weil ich so eine Sau bin, sondern weil ich da draußen 4 kleine Schweinchen habe und das sind die Vulkane. Das heißt, es ist bitter notwendig eigentlich. Ich weiß nicht, wenn du schon mal in einer Wüstenstadt warst, irgendwie so Dubai, Abu Dhabi, meinetwegen auch Kairo, dann glaube ich, weißt du sehr genau, wovon ich spreche. Sobald da so ein Sandsturm durch die Wüste geht, hast du den Dreck in der Bude. Und hier ist es halt so, also Fuego raucht mehr oder weniger den ganzen Tag, Pacaya raucht den ganzen Tag und die ganze Asche fliegt natürlich hier rum. Und entsprechend sieht meine Wohnung aus. Also es ist tatsächlich so, wenn ich die Stühle auf meinem Balkon wische, dann könnte ich sie eine Stunde später wieder wischen, weil einfach schon der ganze Staub wieder drauf liegt. Und das ist auch der Grund, warum unsere Autos hier nach 3000 Kilometern, also wohlbemerkt 3000 Kilometern, zur Inspektion müssen, weil dieser ganze Dreck, dieser Staub und natürlich haben wir hier auch Smog, sich in dem Getriebe irgendwie festsetzt und die Autos kaputt macht. Das aber wiederum auch, die 3000 Kilometer, ist auch der Grund, warum so wenig Leute es tatsächlich machen. Und also die können sich schlichtweg nicht leisten, alle 3000 Kilometer zur Inspektion zu fahren. Ja, und also ich werde versuchen, das mal durchzuhalten. Ich denke, ich habe auch einen relativ guten Mechaniker. Der kommt auch an die Schule gefahren, hat eine mobile Werkstatt. Das heißt, er holt das Auto vom Parkplatz, macht die Inspektion vor der Schule, stellt mir das Auto wieder auf den Parkplatz und alles ist gut. Wie das in der Zukunft laufen wird, also ob das tatsächlich so reibungslos laufen wird, bleibt abzuwarten. Naja, schauen wir mal. Ja, du fragst dich jetzt bestimmt auch, warum sitzt die Alte hier schon wieder mit dem Sporttop? Geht sie gleich zum Sport? Nein, fast. Also ich war schon beim Sport. Es ist Samstagmorgen. Es ist im Moment genau 9:45 Uhr, also ich war schon beim Sport, heute Morgen um 7. Habe es also echt schon hinter mir, die Gym-Einheit, habe auch schon gefrühstückt. Nein, also was ich heute vorhabe ist, dafür brauche ich denke ich das Sporttop auch. Ich werde nach Mixco-Viejo fahren, das ist eine Maya-Ruine, ein bisschen außerhalb von Guatemala-Stadt. Ein bisschen außerhalb ist relativ, also es liegt 60 Kilometer außerhalb. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich 2 Stunden hin brauche, 2 Stunden zurück. Der Verkehr am Samstag Mittag ist nicht so ganz ohne, Sonntag ist es relativ entspannt. Was damit zu tun hat, dass die Guatemalteken selbst versuchen, am Wochenende aus der Stadt rauszukommen. Das heißt, also Freitag ab 13, 14 Uhr ist der Verkehr ganz, ganz furchtbar hier. Jeder will raus. Einige warten dann bis Samstag und die kommen dann im Laufe des Sonntags spät nachmittags, Sonntagabend wieder zurück. Das heißt, ja, also Sonntag ist eigentlich so die perfekte Zeit zum Einkaufen gehen. Deswegen gehe ich auch morgen in eine Mall und möchte mich mit dem Bett auseinandersetzen, weil es einfach ruhiger ist und kaum Menschen dort unterwegs sein werden. Und ja, sonntags, hier haben die Läden tatsächlich 7 Tage die Woche und normalerweise bis 22 Uhr geöffnet. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, was mich erwarten wird. Ich werde jetzt das Video mir mal angucken, wie furchtbar es ist und es dann gegebenenfalls ins Internet stellen. Ja, ich wünsche dir eine hammergeile Woche, auch ein hammergeiles Wochenende schon mal. Und ja, vielleicht bis bald. Ciao.